Im Winter? Bei welchem? Das ist Sommer gespielt. Der Chef bin ich. Ich bin der zufriedene Mensch. Man muss es aber auch ein bisschen zufrieden machen. Servus! Schön, dass du da bist bei mir im schönen Popping. Freut mich. Heute pflege mich. Was passiert da genau? Was da genau passiert? Naja, schau mal an. Ich schaue aus wie der erste Mensch. Ich werde mir den Oberlippenbart kürzen, die komplette Kontur, Koteletten weg, da durchscheren. Alles auf Trockenrasur, weil nass. Ich bin ja so der Nassrasierer. Da habe ich mein spezielles Equipment. Und das hat sich bis jetzt immer bewährt. Das heißt, dir ist Bartpflege allgemein sehr wichtig? Nicht nur die Bartpflege, sondern die Pflege allgemein. Also, ich bin im täglichen Kundenkontakt und da muss das einfach passen. Da fühle ich mich sonst nicht wohl. Das muss alles ja, voll fein sein. Naja, erstens einmal, ich fühle mich wohler in meiner Haut. Ja, das ist das um und auf, weil ohne Selbstwertgefühl kann ich meinen Job nicht gut ausüben. Mal vom Know-how abgesehen. Aber ja, ich komme besser an. Und die anderen freuen sich einfach drauf. Und na, wenn ich nicht alles schon bis eine Haarsieg. Nein. Das funktioniert nicht. Da darf was passieren. Und da starten wir gleich. Ich meine, heute ist sehr irrsinnig lässig, aber heute sechs mit uns so. Ist ja auch nicht immer so, dass sich der Bart irgendwie immer gleich formiert, ja. Die stehen ja einmal so, aber bei mir, nur dazu, weil ich ja doch einen unregelmäßigen Bartwuchs habe, ist halt ein bisschen schwierig. Ein Bart steht für Männlichkeit. Ich bin doch ein bisschen ein femininer Mann. Nein, ich bin ein sehr femininer Mann, aber das ist egal. Ich schaue trotzdem auf mein Äußeres und das gehört einfach gemacht. Freilich bin ich auch ein sensibler Mann. Es gibt Themen, die berühren mich. Und es gibt auch andere Themen, wo ich mir halt schwer tue, dass es verarbeitet. Was berührt dich? Was mich berührt? Ach Gott. Gewisse Liebesszenen in einem Film. Oder tragische Unfälle, leider Gottes. Immer wieder hört man es. Da und da irgendwas passiert. Freilich macht mir das fertig und nur dazu, wenn vielleicht irgendwer in meinem Bekanntenkreis davon betroffen ist. Na, ganz aus. Na, ganz. Nein. Weißt, dann kommen da überall noch so kleine graue Härchen, Vierer. Ich meine, die brauche ich eh nichts reden, du hast ja einen weißen Bart, aber weißt du, wenn du das nicht gewohnt bist. Ja, aber. In Würde altern hast. Außerdem, ich glaube, dass das sehr wohl interessant macht, so ein paar so graue Facetten im Bart. Ja, hättest du ein Problem mit Würde werden mit grauen Haaren? Mittlerweile nicht. Bis letztes Jahr bin ich noch immer 29 plus gewesen. Nein, ich werde jetzt nicht mehr echt so alt erzählen. Nein, werde ich nicht. Nein, ich weiß ja, dass du neugierig bist. Ich sag das trotzdem nicht. Schauen. Schau her drum, so ein alter Alibert.
Der kann trotzdem noch was. Sicher bin ich ein Feinspitz. Da finde ich wieder solche Multifunktionsgeräte einfach geil. Scheiß dir dann auch immer irrsinnig geiler, sonst ist er wie so ein Nagetier. Na, Wäsche. Und das, oder? Schau dir das an. Zieh ich schon wieder. Augenbrauen. Ach Gott. Die kann auch immer in Form braucht. Skandal. Yes. Sieht doch ganz anständig aus. So, jetzt habe ich das. Ja. Alle von der groben Rasur sind wir fast fertig. Oh, ist gut. Lass anschauen, lass dich bewandern. Ah, Düfte sind schon was Feines. Ich mag das schon. So Leute, seht ihr, das ist mir das Ganze wert, dass ich mich wohlfühle und dass ich schön bin. Was mir wichtig ist. Ja. Ich fühle mich.